Hallo, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder welche Tageszeit auch immer ist, wenn ihr euch das anschaut. Hier ist der Jörg wieder von Joggler66 mit einer weiteren Lesung des Buches Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Ist schon fast ein Monat her, dass ich noch was gelesen hatte, kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt die Lesung gesehen. Ich hatte das Kapitel 3, den ersten Abschnitt daraus, über Weihnachten, über die Feste ja vorgezogen, aus aktuellem Anlass, um jedem die Möglichkeit zu geben, dass er sieht, dass Weihnachten absolut nichts Christliches ist. Die ganze Art und Weise, wo das herkommt und so weiter und so weiter. Und was ich ein bisschen vermisst habe, ist in den letzten Videos, die ich mache mit dieser Lesung von diesem Buch von Alexander Hislop, sind ein bisschen so die Kommentare. Und jemand, der sagt von, oh, das habe ich noch nicht gewusst oder das habe ich gewusst und das fand ich interessant oder überhaupt irgendwas, kriegt sogar kein Feedback. Wollte mal ein bisschen fragen, ob ihr vielleicht auch ein bisschen Feedback geben könntet, wenn ihr euch die Videos anschaut, weil schlussendlich mache ich das ja, dass man darüber diskutieren kann, über diese ganzen Sachen. Ich bin ja auch nicht allwissend, ich lese das Buch auch zum ersten Mal, ganz sicher in Deutsch. Nur bin ich die letzte Zeit in vielen meiner Studien immer wieder Leute gegengekommen, wie zum Beispiel Tapassorsi und andere Autoren, die das Buch von Alexander Hislop, Die zwei Babylons, sehr ruhmreich erwähnt haben und da also wirklich immer nur gut von sprechen. Also von daher ist das ja anscheinend ein Buch, das international bei vielen Leuten, die da ein bisschen was von kennen, anerkannt ist und das sehr gut ist. Nun, das zweite Kapitel, hatte ich gesagt, als ich die Weihnachtslesung gemacht hatte, ist sehr, sehr lang und das ist auch richtig so. Aber trotzdem mache ich da heute den ersten Abschnitt von mal und werde den ersten Abschnitt des Kapitel 2 lesen. Das heißt Gegenstände der Verehrung und Abschnitt 1 heißt Dreiheit in der Einheit. Da geht es also wahrscheinlich ein bisschen um die Trinity, ja, wie man so schön sagt, ne? Die Dreieinigkeit auch Gottes, nehme ich mal an. Dreiheit in der Einheit. Interessanter Titel. Gut, fangen wir mal an. Wenn es diese allgemeine Übereinstimmung zwischen dem babylonischen und dem römischen System gibt, stellt sich die Frage, macht die Übereinstimmung hier Halt? Die Antwort lautet, weit gefehlt. Wir müssen nur die alten babylonischen Mysterien mit dem ganzen System Roms vergleichen. Und dann wird sichtbar werden, in welchem immensen Umfang das Letztere vom Ersteren entlehnt hat. Diese Mysterien, also Geheimnisse, waren lange in Dunkelheit gehüllt. Doch nun weicht die dichte Finsternis allmählich. Wer sich auch nur ein wenig mit der Literatur Griechenlands, Ägyptens, Phöniziens oder Roms beschäftigt hat, ist sich bewusst, welchen Stellenwert die Mysterien in diesen Ländern einnahmen und dass diese Mysterien trotz unterschiedlicher Umstände in den verschiedenen Ländern in allen wesentlichen Aspekten gleich waren. Nun, wenn wir über die Literatur Roms sprechen, gebe ich mal ein Beispiel. Das Beispiel ist zum Beispiel die Aeneide, die ich ja von Vergil, die ich schon vorher in einem früheren Chapter erwähnt habe, Kapitel erwähnt habe und von der ich auch eine ganze Menge zitiere in dem Buch Rulers of Evil, wo ich im Augenblick an Kapitel 24 zu bin. Beinahe durchgelesen, das Buch. Wunderbares Buch. Ich kann nur jedem anraten, wenn er Englisch versteht, hört euch die Lesung an von mir von Rulers of Evil, nehmt das PDF-Buch daneben und lest mit. Was man daraus lernen kann, ist wirklich unglaublich. Nun, wie nun Jeremia, wie schon vorher zitiert, fährt der Autor fort, Babylon als die Hauptquelle angab, aus der all diese abgöttischen Systeme hervorgingen, so haben die Folgerungen der gelehrtesten Historiker auf rein historischer Basis zum selben Schluss geführt. Bei Zonaras lesen wir, dass die einmütigen Aussagen der von ihm untersuchten antiken Schriftsteller so lauten. Denn er sagt über Mathematik und Astronomie, Zitat, es heißt, dass diese von den Chaldäern an die Ägypter weitergegeben wurden und schließlich an die Griechen. Zitat Ende. Nun, wenn die Ägypter und Griechen ihre Mathematik und Astronomie von Chaldäa übernahmen, wobei sie sahen, dass diese in Chaldäa als heilige Wissenschaften galten und von den Priestern monopolisiert waren, ist das ein hinreichendes Indiz dafür, dass sie ihre Religion aus derselben Richtung übernommen haben müssen. Sowohl Bunsen als auch Layard sind im Wesentlichen bei ihren Nachforschungen zum selben Ergebnis gekommen. Die Aussage Bunsens lautet, dass das religiöse System Ägyptens aus Asien und dem frühen Reich Babels stammt. Layard wiederum sagt, vom System der chaldäischen Magier, obwohl er dieses System mit etwas wohlwollenderem Auge betrachtet, als, davon bin ich überzeugt, die Fakten der Geschichte es rechtfertigen, Zitat,
Für die sehr alte Herkunft dieser frühen Anbetungsform gibt es Beweise genug, und wir haben das gemeinsame Zeugnis von Religions- und Weltgeschichte dafür, dass sie ihren Ursprung unter den Bewohnern der assyrischen Ebenen hat. Sie erhielt den Beinamen vollkommen, und man hielt sie für das älteste religiöse System, das auch dem der Ägypter voranging. Zitat Ende. Weiter schreibt er, Zitat, dass viele der assyrischen Lehren mit den Ägyptens identisch sind. Wird bei Porphyro, schwieriges Wort, ich fange nochmal an. Passiert manchmal. Dass viele der assyrischen Lehren mit denen Ägyptens identisch sind, wird bei Porphyrois und Clemens erwähnt. Zitat Ende. Und im Zusammenhang mit demselben Thema zitiert er folgende Aussagen von Birch über babylonische Obelisken und Denkmäler. Zitat: Das Tierkreiszeichen, das kennen wir ja nun alle, oder die Tierkreiszeichen besser gesagt, zeigen unzweideutig, dass die Griechen ihre Begriffe und Anordnung des Tierkreises und folglich ihre Mythologie, die damit verknüpft ist, von den Chaldäern übernahmen. Dass Nimrod mit der Orion-Konstellation identisch ist, kann nicht geleugnet werden. Ende Zitat. Nee, das ist weit bekannt. Auch Uferow ist in seinem wissenschaftlichen Werk über die Eleusinischen Mysterien zur gleichen Schlussfolgerung gekommen. Er erwähnt, dass die ägyptischen Priester die Ehre beanspruchten, den Griechen die ersten Elemente des Polytheismus weitergegeben zu haben, und schließt daraus, Zitat, diese positiven Tatsachen sollten ausreichend beweisen, selbst ohne die Übereinstimmung der Vorstellung, dass nach Griechenland überlieferte Mysterien, die dort mit einer Anzahl von örtlichen Vorstellungen vermischt wurden, nie den Charakter ihrer Herkunft aus der Wege der sittlichen und religiösen Vorstellungen der Welt verloren. All diese unabhängig voneinander festgestellten Tatsachen, all diese zerstreuten Zeugnisse bringen uns zu jenem fruchtbaren Grundsatz zurück, der den Mittelpunkt der Wissenschaft und Zivilisation im Osten sieht. Zitat Ende. Wenn hiermit also nachgewiesen ist, dass Ägypten und Griechenland ihre Religion von Babylon übernahmen, dann auch, dass das religiöse System der Phönizier aus derselben Quelle stammt. Macrobius zeigt, dass die charakteristische Form des phönizischen Götzendienstes aus Assyrien eingeführt worden sein muss, das bei klassischen Schreibern Babylonien mit einschloss. Die Anbetung der architischen Venus, wie man hier so schön sagt, muss ich eben mal zufügen, Venus, ja, die Königin des Himmels, wie wir später auch noch sehen werden. Venus und natürlich auch noch ein paar andere Göttinnen, die das davor gab und die es danach gab, werden immer assoziiert mit der Königin des Himmels, Queen of Heaven, wie es im Englischen so schön heißt. Und für die deutschsprachige Bibel kann man gerne mal nachschauen, in Jeremia, vor allen Dingen im Buch 44, da wird sie auch erwähnt. Und das Problem ist vielleicht, dass ihr den Zusammenhang nicht sehen könnt. In der Bibel, in der Lutherbibel, wird sie hier Melechet genannt. Melechet und nicht Königin des Himmels. Das heißt, man müsste ja schon wissen, wer Melechet ist, wenn man das in der Bibel liest. Aber es ist damit gemeint, die Königin des Himmels. Nun, also die Anbetung der architischen Venus, sagt er, blühte ebenso unter den Assyrern wie jetzt unter den Phöniziern. Um nun nachzuweisen, dass die Systeme des antiken Babylons und des päpstlichen Rom identisch sind, und deswegen machen wir überhaupt diese ganze Studie in diesem Buch, müssen wir nur untersuchen, inwieweit das System des Papsttums mit dem in diesen babylonischen Mysterien errichteten System übereinstimmt. Logisch, ne? Bei der Durchführung einer solchen Untersuchung gilt es, beträchtliche Schwierigkeiten zu überwinden. Denn wie in der Geologie kann man unmöglich allerorts die tiefe Schicht erreichen, die der Erdoberfläche zugrunde liegt. Und daher kann man auch nicht erwarten, dass wir in einem einzigen Land einen vollständigen und logischen Bericht über das in diesem Land etablierte System finden. Und doch verhält es sich auch mit den chaldäischen Mysterien ebenso wie mit den Geologen, der die Bestandteile einer Senke hier, eine plötzliche Erhebung dort und was sonst noch von selbst aus der Erde zutage trifft, untersucht und so mit wunderbarer Sicherheit die Reihenfolge und die allgemeinen Bestandteile der verschiedenen Schichten auf der ganzen Erde bestimmen kann. Ja, da muss ich jetzt noch mal eben einen kleinen Kommentar beifügen. Die meisten Geologen, die heutzutage irgendwelche Untersuchungen machen, machen diese Untersuchungen ja leider nur unter der Zusicht des Antichristensystems.
Die erzählen uns irgendwas von die Erde ist Millionen Jahre alt und hunderttausende Jahre hier und Milliarden Jahre da. Und das ist ja alles nicht mehr ganz richtig. Also ich finde es schön, dass Alexander Hislop hier auf die Geologen anspricht, weil man muss ja wissen, das Buch von Alexander Hislop erschien, wenn ich mich nicht irre, das Buch erschien ja erst als ein Flugblatt, kann man ja fast sagen, 1853 und erschien dann 1858 und damals waren die Wissenschaftler ja noch anders, damals waren die ja noch ehrlich. Und wenn man dann berücksichtigt, dass 1859 erst Darwin mit seinem Buch rauskam, was heutzutage die Basis der Evolutionstheorie-Lehre ist, dann ist dieses Buch ja davor erschienen. Also Alexander Hislop spricht hier noch von Geologen, wie es sie damals wirklich gab, die wirklich ehrliche Untersuchungen gemacht hatten und die auch oftmals eben noch auf Basis der Bibel untersucht haben. Nach dem Motto, die Erde ist so alt, wie die Bibel uns erzählt und nicht, was Darwinismus und andere Evolutionstheorie dann später erst der Menschheit gelehrt hat, dass die Erde, was weiß ich, 4,5 Billionen Jahre alt ist oder Milliarden Jahre alt ist oder sowas und das Universum 20 Milliarden Jahre oder kann die Rechnung nicht mehr beihalten, ist ja auch wurscht. Die widersprechen sich alles allem drum und dran und deswegen ist es ja auch eine Theorie, sollte man ja nie vergessen. Es ist eine Evolutionstheorie, die ist ja nie bewiesen worden. Und da könnte ich stundenlang drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall ist es interessant mal zu sehen, wenn hier 1853 jemand schreibt über die Geologen, wie die sich natürlich im Laufe der letzten Zeit verändert haben. Also heutzutage gibt es ja keine Geologen mehr, die das noch bestimmen auf dessen, was es wirklich ist, sondern die das bestimmen aufgrund dessen, was sie bezahlt bekommen. Ne? Um da mal eben drauf zurückzugehen. Nun, der Autor fährt fort. Was in einem Land noch gesucht wird, wird in einem anderen ergänzt. Und was tatsächlich in verschiedenen Richtungen zutage tritt, bestimmt notwendigerweise in großem Umfang die Eigenschaften von vielen, was nicht direkt an der Oberfläche erscheint. Wenn wir dann die anerkannte Einheit und den babylonischen Charakter der alten Mysterien Ägyptens, Griechenlands, Phöniziens und Roms als den Anhaltspunkt nehmen, der uns in unseren Nachforschungen leiten soll, wollen wir Schritt für Schritt in unseren Vergleich der Lehre und der Praxis der beiden Babylons vorangehen. Das Babylon des Alten und das Babylon des Neuen Testaments. So, und das ist auch der Grund, warum in Offenbarung 18, Vers 2 es heißt, Zitat, und schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und eine Behausung der Teufel worden, und ein Behältnis aller unreinen Geister, und ein Behältnis aller unreinen und feindseligen Vögel. Zitat Ende. Zweimal sie ist gefallen, denn es geht hier zweimal um dasselbe Babylon, das Antike und das Neue. Das Babylon im Irak, in Mesopotamien und das Babylon in Rom. Ich hoffe, dass ihr das gut begreift. Und am Ende dieses Buches wird da kein Zweifel mehr sein, wenn da jetzt überhaupt noch Zweifel sind. Trotzdem, ich lese mal weiter. Hier muss ich zunächst die Identität des Gegenstands der Anbetung in Babylon und Rom erwähnen. Die alten Babylonier erkannten genau wie die modernen Römer mit ihren Worten die Einheit der Gottheit an. Und während sie unzählbare geringere Gottheiten anbeteten, die einen gewissen Einfluss auf die Menschen und ihr Leben genommen hatten, anerkannten sie deutlich, dass es einen ewigen und allmächtigen Schöpfer gab, der über allem erhaben war. Die meisten anderen Völker taten das Gleiche. In der frühen Menschheitsgeschichte, sagt Wilkinson in seinem Werk Ancient Egyptians, scheint die Existenz einer einzigen und allmächtigen Gottheit, die alle Dinge schuf, der weltweite Glaube gewesen zu sein. Und die Überlieferung lehrte diesbezüglich die Menschen die gleichen Vorstellungen, die in späteren Zeiten von allen zivilisierten Völkern übernommen worden sind. So, und da muss ich nochmal einen kleinen Kommentar hier eben zufügen. Das ist ein Beweis dessen, dass die Bibel recht hat. Denn die Geschichte der Völker ist ja auch in der Bibel nach dem Zerfall in Babylon festgehalten gewesen. Zumindest die Eingeweihten, die Initiierten, wussten, dass es einen Gott gab, von dem alles ausging, auch die Menschheit. Die Perversion der Anbetung der Schöpfung anstatt des Schöpfers hat dieses Wissen später pervertiert und den Polytheismus ins Leben gerufen. Auf einmal musste alles seinen eigenen Gott haben, der Gott der Bäume, der Vögel, des Geldes, der Gerechtigkeit, der Fruchtbarkeit und so weiter und so weiter.
Und das eben nur, um von dem einen wahren Gott wegzuführen. Leute, das ist das Werk des Teufels, der als Gott ja nur akzeptiert und damit angebetet werden kann, wenn es keinen anderen gibt, der ihm Konkurrenz machen kann. Wir werden auch später noch in diesem Buch sehen und in anderen Dingen, ich glaube, das war in Rulers of Evil, dass ich das gelesen habe, es ist ganz deutlich, dass zum Beispiel die Existenz des Teufels auch nur aus der Bibel herauskommt. Das heißt, jeder, der über den Teufel spricht, glaubt im Grunde in irgendeiner Art und Weise an die Bibel, an das Wort Gottes. Und man kann den einen nicht glauben und den anderen verleugnen. Ich kann nicht sagen, es gibt den Teufel, aber es gibt Gott nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, es gibt Weiß und es gibt kein Schwarz. Ich kann nicht sagen, es gibt Licht, aber es gibt keine Dunkelheit. Oder umgekehrt. Ja? Also, ich finde das ziemlich interessant, ich finde das wirklich hier ein Beweis, dass die Bibel recht hat, weil alle Völker im Grunde auf diesen einen Gott zurückgehen, wenn man alle Religionen wirklich bis auf den Grund zurückverfolgt, wo sie herkommen. Nun, der Autor fährt fort: Die Religion der Urvölker, sagt Mallet, lehrt die Existenz eines höchsten Gottes, des Herrn des Universums, dem alle Dinge unterstehen und gehorchen. Die antike isländische Mythologie nennt ihn Urheber von allem, was besteht, das ewige, lebendige und furchtbare Wesen, der Erforscher verborgener Dinge, das Wesen, das keine Veränderung kennt. Sie schreibt dieser Gottheit unendliche Macht, grenzenloses Wissen und unbestechliche Gerechtigkeit zu. Na, das habe ich doch noch mal irgendwo gelesen. Hä? Ist das nicht mit dem Gott der Bibel auch so? Naja. Nachweislich verhielt es sich genauso mit dem Glauben des alten Hindustan. Obwohl der moderne Hinduismus Millionen Götter kennt, zeigen doch die indischen heiligen Bücher, dass es ursprünglich ganz anders gewesen war. Major Moore sagt über Brahma, den höchsten Gott der Hindus, Zitat, von ihm, dessen Herrlichkeit so groß ist, gibt es kein Bildnis. Veda ist das Bildnis. Der Veda oder die Veden, im Sanskrit wörtlich Wissen oder heiliges Gesetz, Ritualkunde, Habe, Besitz, Empfindung, ist eine zunächst mündlich überlieferte und später verschriftete Versammlung religiöser Texte im Hinduismus. Viele hinduistische Strömungen überliefern eine grundlegende Autorität des Veda. Den Kern des Veda bildet die mündliche Tradition der Shruti. Das sind die von Rishis, also Weisen, gehörte Gesänge, also Offenbarungen. Da es sich um eine Tradition vedischer Gesänge handelt, deren exakte Rezitation wichtig war, wurden sie mit großer Genauigkeit mündlich überliefert. Das Wissen durfte ursprünglich nur an zweimal geborene Menschen, sogenannte Dvijas, weitergegeben werden. Ab etwa dem 5. Jahrhundert nach Christus wurden einzelne Verse vermutlich auch schriftlich aufgezeichnet, aber nach wie vor als brahmanisches Geheimwissen betrachtet. Noch bis in die Moderne blieben die Brahmanen skeptisch gegenüber dem Buchdruck vedischer Überlieferungen. Auch heute noch, also rund 1860 bedenke, gibt es Brahmen, die die Veden auswendig beherrschen. Das war eine kleine Erklärung von, was die Veden sind. Ne? Von ihm, dessen Herrlichkeit so groß ist, gibt es kein Bildnis. Er erleuchtet alle, erfreut alle, aus ihm gingen alle hervor, durch ihn leben sie, wenn sie geboren werden, und zu ihm müssen sie alle zurückkehren. In Institutes of Menu wird er als der beschrieben, Zitat, den allein der Geist wahrnehmen kann, dessen Wesen sich dem äußerlichen Organen entzieht, der aus nichts Sichtbarem besteht, der von Ewigkeit her besteht, die Seele aller Wesen, den kein Wesen begreifen kann. Zitat Ende. In diesem Textabschnitt ist eine Spur vom Pantheismus vorhanden, aber die verwendete Ausdrucksweise bezeugt, dass es bei den Hindus eine Zeit von weitaus reinerem Glauben gab. Nun, nicht jeder weiß, was Pantheismus ist, also werde ich euch mal kurz den Ausdruck Pantheismus erklären. Pantheismus kommt aus dem altgriechischen Navpan, alles, sowie Theos, Gott, bezeichnet die Auffassung, dass Gott eins mit dem Kosmos und der Natur ist.
Das Göttliche wird im Aufbau und in der Struktur des Universums gesehen. Es existiert in allen Dingen der Welt, beziehungsweise ist mit der Welt identisch. Ein personifizierter, allmächtiger Gott ist somit nicht vorhanden. Stattdessen wird zumeist ein durch geistige Eigenschaften definierter Urgrund als einziges Grundprinzip oder Monismus angenommen. Der von Seiten der Theologie häufig vorgebrachte Einwand, dass der Pantheismus, in Deutsch spricht man auch von der Allgottlehre, identisch sei mit dem Atheismus, ist nur in dem Sinne gerechtfertigt, dass in der Tat kein von der Welt verschiedener Gott angenommen wird. Keineswegs jedoch, dass überhaupt kein Gott bzw. göttliches Prinzip angenommen wird. Also Atheismus, das ist ja so, wie die meisten wahrscheinlich wohl wissen, eine jesuitische Lehre. Und der hier angesprochene Pantheismus, ja, ihr kennt das ja, diese Verrückten, die in den Wald gehen und den Arm und den Baum umarmen, weil Gott ist ja überall, ne? Gott ist im Baum, Gott ist in der Erde. Die ganze Gaia-Bewegung, das ist Pantheismus, ne? Um sich dann nur mal eben dran zu erinnern. Also in diesen Textabschnitten ist eine Spur von Pantheismus vorhanden, aber die verwendete Ausdrucksweise bezeugt, dass es bei den Hindus eine Zeit von weitaus reinerem Glauben gab. Die Hindus der Antike hatten nicht allein Vorstellungen von der natürlichen Vollkommenheit Gottes, sie waren sich auch offensichtlich wohl der Eigenschaft der Gnade Gottes bewusst, wie sie es sich in seinem Umgang mit einer verlorenen und schuldigen Welt offenbart. Dies zeigt sich schon im Namen Brahma, mit dem sie den einen unendlichen und ewigen Gott bezeichneten. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Namens gab es viel unbefriedigendere Spekulationen. Aber wenn man die verschiedenen Aussagen bezüglich Brahma sorgfältig betrachtet, dann wird offensichtlich, dass der Name Brahma nur das hebräische Rama ist, das Digamma vorangestellt, was bei Sanskritwörtern, die aus dem Hebräischen oder Chaldäischen stammen, sehr häufig der Fall ist. Digamma war ursprünglich der sechste Buchstabe des griechischen Alphabets. Digamma oder doppeltes Gamma. Ja? Rama im Hebräischen bedeutet der Gnädige oder Barmherzige. Aber Rama, und nicht wie die Margarine, hahaha, nee, R-A-H-M-A, Rama, bedeutet auch Mutterleib oder Eingeweide als Sitz der Barmherzigkeit. Nun wird eine solche Ausdrucksweise auf Brahma angewendet, den einen höchsten Gott, was nur erklärlich ist, wenn man annimmt, dass Brahma genau die gleiche Bedeutung hatte wie das hebräische Rama. So behauptet der Gott Krishna in einem der heiligen Hindu-Bücher seine hohe Würde als Gottheit und seine Identität mit dem Höchsten mit folgenden Worten. Zitat: Der große Brahma ist mein Mutterleib, und in diesen lege ich meinen Fötus, und aus ihm geht die Erzeugung der ganzen Natur hervor. Der große Brahma ist der Mutterleib all der verschiedenen Formen, die in jedem natürlichen Mutterleib empfangen werden. Zitat Ende. Wie konnte eine solche Ausdrucksweise je auf den höchsten Brahma, den allerheiligsten, allerhöchsten Gott, das göttliche Wesen, vor allen anderen Göttern, ohne Geburt, den mächtigen Herrn, Gott der Götter, den universalen Herrn, angewendet werden, außer durch die Verbindung zwischen Rama, dem Mutterleib, und Rama, dem Barmherzigen? Wir erkennen hier, dass Brahma das gleiche ist wie Er-Rahman, der Allerbarma, ein Titel, der von den Türken auf den Höchsten angewendet wird und dass die Hindus ungeachtet ihrer tiefen religiösen Entartung heute doch einst gewusst haben, dass dieser allerheiligste, allerhöchste Gott auch der Gott der Gnade ist. Mit anderen Worten, dass er ein gerechter Gott und ein Erretter ist. Und wenn wir mit dieser Interpretation des Namens Brahma fortsetzen, sehen wir, wie exakt ihr religiöses Wissen über die Schöpfung mit dem Bericht über den Ursprung aller Dinge übereinstimmte, wie er in der Genesis steht, also in dem ersten Buch Mose. Es ist bekannt, dass die Brahmanen viele Jahrhunderte lang lehrten, dass die anderen Kasten von Armen, Rumpf und Füßen des Brahman stammten, dem sichtbaren Vertreter und der Offenbarung des unsichtbaren Brahma, mit dem er identisch ist, während allein sie selbst vom Mund des schöpferischen Gottes stammen. Mit dieser Lehre wollten die Brahmen sich selbst als priesterliche, halbgöttliche Kaste erhöhen, vor der sich alle anderen verneigen sollten.
immer dasselbe Prinzip. Die Priester stehen über dem normalen Volk. Und was sagt die Bibel? Wir sind alle Brüder und Schwestern, über uns steht nur einer, unser Herr, Jesus Christus. Aber die Priester erhöhen sich einmal gerne. Und das ist in allen Religionen so. Man sieht das hier ja auch eben in den ganzen heidnischen Religionen, wie im Hinduismus. Wir finden aber in ihren heiligen Büchern Aussagen, die beweisen, dass einst eine ganz andere Auffassung gelehrt worden sein muss. So wird in einem der Veden ausdrücklich von Brahman gesagt, dass alle Wesen aus seinem Mund geschaffen werden. Oh, wo haben wir denn das schon mal gehört? Gott hat doch die ganze Erde in Existenz gesprochen? Interessant, hä? In der betreffenden Passage wird ein Versuch gemacht, die Sache zu mystifizieren. Aber wer kann im Zusammenhang mit der Bedeutung des Namens Brahma daran zweifeln, was die wahre Bedeutung der Aussage war, die doch den stolzen und ausschließlichen Anmaßungen der Brahmanen entgegensteht? Es bedeutete offensichtlich, dass er, der seit dem Sündenfall den Menschen als barmherzig und gnädig, so wie in 2. Mose, im 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6, darüber von gesprochen wird, Zitat: Und da der Herr von seinem Angesicht überging, rief er: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Also, es bedeutet offensichtlich, dass er, der seit dem Sündenfall den Menschen als barmherzig und gnädig offenbart ist, gleichzeitig als der Allmächtige bekannt war, der am Anfang sprach und es geschah, befahl und alle Dinge standen da, der alle Dinge machte durch das Wort seiner Macht. Habe ich ja gerade eben schon mal kurz erklärt, dass Gott das mit der Macht seiner Stimme, seines Wortes tat. Das Wort ist Jesus Christus. Er hat alles geschaffen. Schlägt man in den Asiatic Researches, Band 7, Seite 293 nach, so kann man nach den eben Gesagten sehen, dass alle moralischen Gräuel, durch welche die Symbole der heidnischen Tempel Indiens für ein reines Auge so verletzend sind, weitgehend durch eine böse Verdrehung dieses göttlichen Titels des einen lebendigen und wahren Gottes aufkamen. Einem Titel, der dem sündigen Menschen so wertvoll hätte sein müssen. Tja, während dies die Bedeutung von Brahma ist, ist eine kleine Fußnote, die ich hierbei mal lese, während dies die Bedeutung von Brahma ist die Bedeutung von Deva, dem allgemeinen Namen für Gott in Indien, damit nahe verwandt. Deva, Deva. Dieser Name wird im Allgemeinen aus dem sanskritischen div, div, scheinen, abgeleitet. Nur eine andere Form von Shiv, Shiv, welches dieselbe Bedeutung hat und wiederum vom chaldäischen Ziv, Ziv, Heiligkeit oder Glanz stammt, wie wir in Daniel 2. Kapitel 31 lesen können. Aus der Luther Bibel von 1545, Zitat: Du, König, sahst, und siehe, ein sehr groß und hoch Bild stund vor dir, das war schrecklich anzusehen. Und die Lutherbibel 1912 sagt: Du, König, sahst, und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Luther hat einmal eine Bibel geschrieben, ne? Warum ist in der 1545er Bibel was anderes als in der 1912er? 1545 hat Luther noch gelebt. Und 1912 war er schon länger tot. Das Problem aber, was man doch mal sehen muss, ist ja nicht nur, dass hier die sogenannte Lutherbibel mit zwei verschiedenen Inhalten kommt, sondern das Wichtigste ist, die Übersetzung der 1545er Bibel macht hier überhaupt keinen Sinn, weil das Wort glänzend fehlt. Und das ist der Bezug zu den Worten Div und Ziff, die ich doch gerade vorgelesen habe. Ich finde wieder und wieder Bestätigung, dass nur die 1611 König James Version, die wirklich einzige verständliche und nicht korrumpierte Bibel, das Wort Gottes ist. Gehen wir mal eben weiter. Ich hatte hier noch was reingelegt an Text, muss ich mal eben zurückfinden. Also. Wir gehen nochmal eben zurück hier. Nur eine andere Form von Schiff, welches, also Shiv.
welches dieselbe Bedeutung hat und wiederum vom chaldäischen Ziff, Heiligkeit oder Glanz, stammt. Und als dem Glauben der Patriarchen die Sonnenanbetung aufgepfropft wurde, sollte zweifelsohne durch den Namen der sichtbare Glanz des zum Gott erhobenen Himmelskörpers suggeriert werden. Aber es ist begründet zu glauben, dass Deva einen weit ehrenwerteren Ursprung hat und in Wirklichkeit ursprünglich von dem chaldäischen Taf, T-H-A-V, das gut bedeutet, stammt, welches berechtigterweise auch Tef, T-H-E-V, ausgesprochen wird und in der bestimmten Form Teva oder Tevo das Gute heißt. Der erste Buchstabe, dargestellt als T-H, wie es Donaldson in seinem New Cratylus zeigte, wird häufig D-H gesprochen, ausgesprochen, ja, also D. Daher kommt von Deva oder Teva das Gute, natürlich das sanskritische Deva oder ohne das Digamma, wie es häufig vorkommt, Deo, Gott, das lateinische Deus und das griechische Theus, wobei das Digamma im ursprünglichen Tevos auch ausgelassen wird, so wie Novus im lateinischen Neos im griechischen heißt. Diese Sichtweise verleiht der Aussage unseres Herrn Nachdruck, wie wir in Matthäus 19, Kapitel 17, Kapitel 19, Vers 17, englische Bibelübersetzung nachlesen können. Keiner ist gut als einer, nämlich Theos, Gott, der Gute. Und wenn wir das in der Lutherbibel von 1545 lesen, dann liest sich Matthäus Kapitel 19, Vers 17. Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. So, war eine kleine, ich hoffe mal, interessante Abschweifung. Aber diese ganzen Wörter muss man ja auch verstehen. Ich lese Deva und Thea und Theo und Theus alles vor. Und dann sitzt ihr da mit solchen Ohren und sagt, wo spricht der von? Also muss ich die Wörter ja mal erklären. Ich hoffe, dass das so euch ein bisschen jetzt deutlich war. Der Autor fährt fort. So extrem abgöttisch war die babylonische Sicht von der göttlichen Einheit, dass Yahweh, der lebendige Gott, sein eigenes Volk scharf verurteilte, da es diese überhaupt billigte. Die sich heiligen und reinigen in den Gärten nach den Riten des Einzigen, so steht es hier im Buch geschrieben. Das ist ein Zitat aus Jesaja 66, Vers 17. Aus der Lutherbibel 1912 liest sich der gesamte Vers so: Die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und essen Schweinefleisch, Gräuel und Mäuse sollen weggerafft werden miteinander, spricht der Herr. Nun, jetzt kommt wieder mein eigener Kommentar dazu. Die Worte in der englischen Übersetzung lauten hinter einem Baum, aber im Original steht kein Wort für Baum. Im Englischen 1611 König James Version steht das Wort Baum in kursiver Schrift. Und das bedeutet, dass die Übersetzer es zum besseren Verständnis zugefügt haben. Die Bedeutung des Wortes erschließt sich mir jedoch nicht. Vielleicht kann ja einer von euch mir das mal erklären. Kannst das ja in einen Kommentar mit reinschreiben. Wieso steht da bitte schön das Wort Baum drin? Es wird auch von Loth und den anderen Orientalisten zugegeben, dass es folgendermaßen übersetzt werden sollte. Zitat: Nach den Riten von Achat, das ist der Einzige. Ich bin mir dessen bewusst, dass einige einwenden werden, dass Achat die Bedeutung der Einzige aufgrund dessen gegeben wurde, weil es der Artikel verlangt. Aber von noch welch geringer Bedeutung dies ist, kann aus der Tatsache ersehen werden, dass genau dieser Begriff Achat, und zwar ohne den Artikel, im fünften Buch Mose verwendet wird, als die Einheit der Gottheit in der nachdrücklichsten Weise geltend gemacht wird. Fünftes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre, O Israel, unser Gott Yahweh ist ein Yahweh. Das war die Bibel 1545, denke ich, und jetzt kommt die 1912er. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Das heißt, der einzige Yahweh. Wenn beabsichtigt wurde, die Einheit der Gottheit so nachdrücklich wie möglich geltend zu machen, verwendeten die Babylonier den Begriff Adad. So,
Wird ein bisschen verwirrend, ne? Also nochmal diesen Bibelzitat hier. Das Bibelzitat hier. Die sich heiligen und reinigen in den Gärten nach den Riten des Einzigen und Schweinefleisch essen, Gräuliches und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden. Jesaja 66, 17. Diese Einheit jenes einen Gottes der Babylonier bestand aus drei Personen. Aus drei Personen. Und um diese Lehre von der Dreiheit symbolisch darzustellen, verwendeten sie, wie durch die Entdeckung Layards nachgewiesen, das gleichseitige Dreieck. Das ist eure Pyramide, die ihr immer seht. Wie es bekannterweise die römische Kirche heute tut. So, kommt eine kleine Quellenangabe, das könnt ihr nachlesen in Layard, Babylon and Nineveh, Seite 605. Auch die Ägypter verwendeten das Dreieck als Symbol ihrer dreigestaltigen Gottheit. Das sagt Maurice in Indian Antiquities, Band 4, Seite 445. Ich lese den Satz nochmal. Ich finde den unglaublich wichtig zum Verständnis überhaupt. Diese Einheit jenes einen Gottes der Babylonier bestand aus drei Personen. Und um diese Lehre von der Dreiheit symbolisch darzustellen, verwendeten sie, wie durch die Entdeckung Layards nachgewiesen, das gleichseitige Dreieck, wie es bekannterweise die römische Kirche heute noch tut. Und wir werden nachher noch Abbildungen davon sehen. Ich glaube, ich werde gleich eine hier einfügen, weil ja, das von dem Kloster der sogenannten Trinitarier von Madrid, das habe ich rausgesucht. Das kommt gleich. Haltet euch mal gut fest. Ich habe nur leider nicht das richtige Bild gefunden, aber die Beschreibung ist ja furchtbar. Nun, in beiden Fällen ist ein solcher Vergleich für den ewigen König äußerst erniedrigend und er trug deutlich dazu bei, das Denken derer zu verderben, die es betrachteten, als gäbe es irgendeine Ähnlichkeit zwischen einer solchen Gestalt und dem, der gesagt hat, wem ist Gott gleich und mit wem wollt ihr ihn vergleichen? Das Papsttum hat in einigen seiner Kirchen, wie zum Beispiel im Kloster der sogenannten Trinitarier von Madrid, eine Statue des dreieinen Gottes mit drei Köpfen auf einem Körper. Nun, da lese ich mal eben jetzt eine kleine Fußnote zu bei, die der Autor hier beigibt. Und das kommt aus Parkhurst Hebrew Lexikon unter dem Stichwort Cherubim. Aus dem folgenden Auszug der sehr guten protestantischen Zeitung Dublin Catholic Layman, der ein päpstliches Bild von der Dreieinigkeit beschreibt, das vor kurzem in dieser Stadt veröffentlicht wurde, geht hervor, dass etwas mit dieser Darstellungsart der Gottheit Verwandtes viel näher zu Hause zu sein scheint. Oben auf dem Bild ist die heilige Dreieinigkeit dargestellt. Wir bitten, davon mit gebührender Ehrfurcht zu sprechen. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, werden als Mann mit zwei Köpfen, einem Leib und zwei Armen dargestellt. Einer der Köpfe sieht wie die gewöhnlichen Bilder von unserem Heiland aus. Der andere ist der Kopf eines alten Mannes, gekrönt mit einem Dreieck. Aus der Mitte dieser Gestalt geht der Heilige Geist in Form einer Taube hervor. Wir glauben, dass es für jeden Christen schmerzvoll und abstoßend sein muss, diese Gestalt anzusehen. Ja, dem kann ich zustimmen. Nun, das hier eingeblendete Bild entspricht nicht ganz der Beschreibung, so wie ihr seht, weil die haben ja vier Arme und im Grunde zwei Körper. Im Grunde sitzen hier Jesus und ein alter Mann, der Gott darstellen soll, nebeneinander. Aber die Taube kommt aus der Mitte hoch durch diese Sonnenstrahlen, die ihr ja seht. Aber das hier eingeblendete Bild entspricht halt nicht ganz der Beschreibung, ist jedoch das Beste, was ich finden konnte. Vielleicht hat jemand von euch mehr Glück, ein besseres Bild im Internet zu finden, als das, was ich hier einblenden konnte. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde nach gesucht oder so. Tut mir leid, dann habe ich gesagt, das ist genug. Das Buch geht ja noch ein bisschen länger, ne? Ich muss ja noch andere Sachen machen auch. Nun, der Autor fährt fort. Die Babylonier hatten etwas ganz Ähnliches. Layard lieferte in seinem letzten Werk ein Muster einer solchen dreieinen Gottheit, wie sie im antiken Syrien verehrt wurde. Die Abbildung 3 werde ich hier in das Video einbilden. Und direkt danach kommt Abbildung 4. Das ist der abgebildete Stich. Da werde ich mal probieren, ein Original im Internet von zu finden, der vielleicht noch ein bisschen besser aussieht als dieser schwarz-weiße Stich hier. Einer weiteren solchen Gottheit, wie sie von den Heiden Sibiriens angebetet wurde, stammt von einer Medaille aus dem kaiserlichen Kabinett von St. Petersburg und ist in Japhet von Parson abgebildet. Die drei Köpfe sind in Layards Muster anders angeordnet, aber beide dienen offensichtlich dazu, die gleiche große Wahrheit zu symbolisieren.
obwohl im Hinblick auf dieses erhabene Geheimnis unseres Glaubens alle diese Darstellungen der Dreieinheit natürlich die Vorstellung derer äußerst verderben, bei denen solche Statuen vorherrschen. In Indien ist die höchste Gottheit in einem der ältesten Höhlentempel ähnlich mit drei Köpfen auf einem Leib dargestellt, unter dem Namen Eko Deva Trimurti. Ein Gott, drei Gestalten. In Japan verehren die Buddhisten ihre große Gottheit Buddha mit drei Köpfen, in genau derselben Weise unter dem Namen San Pao Fui. All diese gibt es seit alters her. Die Erkennung einer Dreieinheit war zwar stets von Götzendienst überlagert, doch in all den alten Völkern der Welt verbreitet. Das beweist, wie tief diese Urlehre, die so deutlich aus dem ersten Buch Mose, also Genesis, hervorgeht, in der Menschheit verwurzelt war. Dazu ein kleiner Kommentar von mir. Die dreifache Anrufung des heiligen Namens in den Söhnen Josefs verliehenen Segen Jakobs ist auffallend. Zitat: Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben. Erstes Buch Mose, Kapitel 48, Vers 15 und 16. Wenn der Engel, auf den hier Bezug genommen wird, nicht Gott gewesen wäre, hätte Jakob ihn nie auf gleicher Stufe mit Gott anrufen können. In Hosea, Kapitel 12, Vers 3 bis 5, wird der Engel, der Jakob erlöst hat, ausdrücklich Gott genannt. Zitat: Er, Jakob, hat mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Und dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Sebaot. Herr ist sein Name. Ist immer mal interessant, wenn man sich die Fußnoten hier nebenan durchliest. Und ich finde das schon ganz wichtig, wenn wir über das erste Buch Mose sprechen. Wir gehen über die Urlehre zurück. Dann sollten wir wirklich wissen, über welchen Gott wir hier sprechen. Nun, wenn wir die Symbole der schon erwähnten drei Einengestalt Layouts betrachten und genauestens untersuchen, sind sie sehr lehrreich. Nach Layout bedeutet der Kreis in diesem Bild Zeit ohne Grenzen. Aber die hieroglyphische Bedeutung des Kreises ist offensichtlich eine andere. Ein Kreis in Chaldea war Zero. So, und in der Fußnote wird da ein bisschen weiterhin drauf eingegangen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte in dem Kapitel, wo ich Weihnachten vorgelesen hatte, auch Zero erwähnt und gesagt, das kommt im Kapitel 2 vor. Wie ihr seht, das ist jetzt. Ich habe halt Weihnachten vorgezogen. Entschuldigung, kriegt ihr jetzt halt die Erkenntnis darüber, was damit gemeint war. In der englischen Sprache finden wir schon einen Hinweis darauf, dass Zero, also Zero, Englisch für Null, bei den Chaldeern einen Kreis kennzeichnete. Denn was ist Zero, die englische Bezeichnung der Ziffer 0, anderes als ein Kreis? Und woher können die Engländer diesen Ausdruck hergeleitet haben, außer von den Arabern? Genau wie diese ihn zweifelsohne selbst von den Chaldeern übernommen hatten, den ersten großen Pflegern sowohl der Mathematik als auch der Geometrie und des Götzendienstes? In diesem Sinne kam Zero offensichtlich vom chaldäischen Zer, umgeben, wovon auch zweifellos der babylonische Name für einen großen Zeitkreis, Zaros genannt, abgeleitet wurde. Da der von den Chaldeern als der große Same betrachtet wurde, als die fleischgewordene Sonne angesehen wurde. Aha. Und da das Sinnbild der Sonne ein Kreis war, war der hieroglyphische Zusammenhang zwischen Zero im Sinne von Kreis und Zero im Sinne von Same leicht hergestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das so folgen könnt, aber die Leute hier normalerweise schon. Ein Kreis in Chaldea war Zero und Zero bedeutet eben auch der Same. Gemäß dem Geist des mystischen Systems Chaldeas, das in großem Maße auf Doppelbedeutungen gegründet war, wurde daher das, was in den Augen eines Menschen im Allgemeinen nur Zero im Sinne von Kreis war, von den Eingeweihten als Zero im Sinne von Same verstanden. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, zeigt das dreieine Sinnbild der höchsten assyrischen Gottheit deutlich, was der ursprüngliche Glaube der Urväter gewesen war.
Zunächst ist da der Kopf des alten Mannes, dann Zero, der Kreis, der für den Samen steht, und als letztes die Flügel und der Schwanz des Vogels oder der Taube, was die Einheit von Vater, Same oder Sohn und dem Heiligen Geist zeigt, wenn auch in gotteslästerlicher Art und Weise. Sowieso, weil jedes Bild, das Gott darstellt, ist gotteslästerisch. Weil Gott sagt im zweiten Gebot ganz deutlich, man soll sich keine Abbildung machen von Dingen, die im Himmel sind, auf der Erde sind oder im Wasser unter der Erde. Nun, zu der Aussage, die ich jetzt gerade hier gemacht habe, was des Vogels und der Taube und so weiter, was da geht, aus der Aussage von 1. Mose, also im ersten Buch Mose 1 und 2, der Geist Gottes flatterte über dem Wasser. Habe ich jetzt hier den richtigen? Die richtige? Ja, habe ich. Ja, genau. Also am Anfang wissen wir das ja, im ersten Buch Mose steht das ja drin, der Geist Gottes flatterte über dem Wasser. Dies ist der Ausdruck im Original, wird hier geschrieben, nee, das ist nicht wahr. Im Englischen ist das Wort moved. Und das Wort moved im Englischen heißt im Deutschen bewegten. Und in der 1545er Bibel lesen wir das Wort schwebete. Das Wort flatterte ist nur eine Interpretation und so nicht in der Bibel zu finden. Ja? Also nach der Aussage vom ersten Buch Mose 1,2, der Geist Gottes flatterte über dem Wasser, geht klar hervor, dass die Taube schon sehr früh ein göttliches Sinnbild für den Heiligen Geist gewesen war. Da geht die Diskussion hier im Augenblick um. Man kann das wohl so interpretieren, aber flatterte ist nicht in der Bibel. Wir lesen das Wort moved im Englischen. In der 1545er Bibel lesen wir das Wort schwebete. Das Wort flatterte kommt da nicht drin vor. Es ist wichtig, man muss die Bibel, wenn man sie wörtlich nimmt, dann muss man sie auch so verstehen. Jedenfalls kommt daher der Gedanke, dass das die Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist zeigt. Wenn man also von dem Samen und dem Schwanz des Vogels der Taube hier spricht. Während dies die ursprüngliche Weise war, in der der dreieine Gott im heidnischen Götzendienst dargestellt wurde, und auch wenn diese Darstellungsart bis zur Zeit Sanheribs überlebte, gibt es doch einen Hinweis darauf, dass zu einer sehr frühen Zeit ein wichtiger Wandel in den babylonischen Vorstellungen von der Gottheit stattgefunden hatte. Aus den drei Personen war der ewige Vater, der Geist Gottes, Fleisch geworden in einer menschlichen Mutter und ein göttlicher Sohn, die Frucht dieser Fleischwerdung, geworden. Nun, hier endet dieser Abschnitt 1 des zweiten Kapitels und ich werde das hier mal nebenbei belassen. Ich glaube, das muss ein bisschen einsinken bei euch, um was es hier im Grunde alles gegangen ist. Es ist natürlich leichter, diesem Buch zu folgen, wenn man nebenbei das mitliest. Deswegen habe ich ja den Link des Buches, das ihr euch als PDF gratis runterladen könnt im Internet, auch in die Beschreibungsbox mit reingetan. Ich verstehe, dass es sonst ziemlich schwer ist, diesem Buch zu folgen. Und es wird hier und da noch ein bisschen trockener, das kann ich euch garantieren. Aber das Buch ist so gespickt mit fantastischen Informationen, die Rom und Babylon über die Jahrtausende aneinander verbinden, dass das Buch an sich so eine faszinierende Arbeit ist, dass ich es einfach weiterlesen muss. Auch wenn es hier und da mal ein bisschen trocken ist. Entschuldigung dafür. Aber ich habe es ja nicht geschrieben. Ich lese es ja nur vor. Und ich probiere es euch so lebendig zu machen, wie es nur geht. Ich habe diesmal auch ein paar Bilder mit eingefügt. Nehme ich an. Ich lese es ja im Augenblick. Ich muss das Video ja noch machen. Ich werde diese Bilder zum Schluss mit einfügen. Ansonsten sind die Bilder eher statisch in diesem Video, weil es gibt nicht viel zu erzählen mit Bildern. Und außerdem solltet ihr euch auf das Gesprochene konzentrieren, weil davon könnt ihr lernen. Von den Bildern, die ihr seht, könnt ihr nicht allzu viel lernen. Das ist nur eine Bestätigung des Gesagten oder des Gelesenen. Nochmal eben zurückkommen auf das, was ich am Anfang sagte. Ich würde mich freuen, wenn ich mal ein bisschen Feedback erhalte davon. Ich meine, das erste deutschsprachige Video, das ich gemacht habe, hat innerhalb von 5 Tagen 2000 und Klicks bekommen. Und dann fange ich an, das schwierige Buch zu lesen und seitdem krebs ich auf 100, 200 Views rum. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, dass da ein bisschen mehr Interesse gewesen wäre. Wir leben in der Endzeit, Leute.
Und dieses Buch macht euch deutlich, dass das System, in dem wir heute leben, das System ist, in dem die Menschheit schon immer gelebt hat. Und dass das ein antichristliches System ist, kein christliches System. Und dass wir da rauskommen sollen, nicht nur wie in Offenbarung 18, Vers 4 geschrieben ist, kommt aus ihr mein Volk, dass wir nicht nur aus der Kirche rauskommen sollen, dass wir aus diesem Leben, aus dieser Welt rauskommen sollen. Wie Jesus bereits sagte, My kingdom is not of this world. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Wir sind in diesem sündigen Körper gefangen, in dieser materialistischen Welt und dazu bestimmt, ein spirituelles Leben zu führen. Und wenn man das erstmal eingesehen hat, dann sieht man vielleicht auch die ganzen Unartigkeiten auf dieser Welt. Und dieses Buch ist nicht nur der Versuch, sondern dieses Buch ist wirklich eine Ikone von Büchern, die ganz deutlich darstellt, dass wir heute in demselben Betrug leben, in dem die Leute vor 4000 Jahren schon gelebt haben, nach der Flut. Dass immer, wenn die Leute gottesabtrünnig waren, dass sie immer in Götzendienste verfallen sind. Und diese Götzendienste natürlich sehr, sehr ausgebreitet haben, vertieft haben, denen sehr viel Mythen zugesprochen haben, denen sehr viel Sinn zugesprochen haben, sodass auch der einfache Mensch das begreifen konnte. Weil der einfache Mensch konnte ja auch denken und stellt sich Fragen. Vor 4000 Jahren waren die Leute ja auch nicht viel dümmer als heute. Im Gegenteil. Ich meine ehrlich gesagt, dass die Leute heute viel dämlicher sind als vor 4000 Jahren. Sag ich auch mal ganz ehrlich. Ein Großteil der Menschen doch. Was das eigene Denken angeht, heute wird man so von allen Seiten zugeschmissen und indoktriniert, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man denken soll. Und deswegen stoppen auch viele Leute eben genau damit, mit dem Denken. Schade, ne? Ich hoffe, das ein bisschen zurückzubringen, durch dieses Buch zu lesen und euch aufzeigen zu können, dass Babylon, das Alte, das damals im heutigen Irak lag, fortlebt in dem Rom von heute. Und um das zu begreifen, müsst ihr nicht mal nach Rom fahren, sondern ihr müsst nur begreifen, dass ihr, wie ich auch, wir alle, leben in diesem römischen System. Das hat seine Wurzeln bis an den Anfang der Menschheit. Und das kommt im nächsten Kapitel, was ich in Rulers of Evil lesen werde, das Zeichen des Kain, ganz besonders deutlich hervor. Und das ist ein Tipp, den möchte ich jedem geben, der das vielleicht ein bisschen Englisch versteht. Es gibt von Walter Veit ja viele Videos in Deutsch, aber ich habe das Video in Deutsch noch nicht gefunden, das Zeichen des Kain. Aber das hat er im Englischen gemacht. The Mark of Cain heißt es. Und ein anderes mit dem gleichen Inhalt, das heißt The Herodian Mind. The Herodian Mind gibt es zwei Teile von. Wenn ihr das verstanden habt, dann versteht ihr auch alles, was ich in diesem Buch lese, viel, viel besser. Also sucht das mal. The Herodian Mind oder The Mark of Cain von Walter Veit. Fantastische Vorträge. Vor allen Dingen das erste Buch Mose, Kapitel 6. Leute, das fällt euch auf einmal wie Schuppen von den Augen, was da gemeint ist mit den Riesen. Von wegen irgendwelche Außerirdische. Na, okay. Gehen ein bisschen zu weit ab. Video dauert schon 53 Minuten, also lassen wir es da mal bei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Abschnitt 2, Mutter und Kind und das Urmodell des Kindes. Damit fahre ich fort bei der nächsten Lesung. Inzwischen danke ich euch fürs Zuhören und bitte kommentiert mal, gebt mir ein bisschen Feedback. Ich sitze hier auch nur alleine vorm Computer und es ist ja schön, ein bisschen Interaktion mit den Leuten zu haben. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Gut, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Gottes Segen, Gott behüte euch, schütze euch und wenn ihr es noch nicht getan habt, tut Buße und bekehret euch zu Jesus Christus, den einzigen Erlöser, den es gibt. Bis zum nächsten Mal dann. Gott schütze euch. Tschüss.